Hi, ich bin Philipp. Vor 2 Jahren haben wir ja schon mal ein Video gemacht, habe ich den Dachdecker vorgestellt. Ich bin immer noch Dachdecker, aber mittlerweile in Volterra. Nach meiner Ausbildung habe ich zunächst mal ganz normal bei mir im Betrieb weitergearbeitet. Ich bin übernommen worden. Für das Volterra-Projekt hatte ich mich ursprünglich beworben, weil ich der Meinung bin, dass man mit dem Handwerk mehr machen kann, als einfach nur daheim zu bleiben und zu arbeiten, sondern dass man Fertigkeiten erlernt, die man auch im Ausland gut anwenden kann und dass man auch im Ausland viel lernen kann. Also das Volterra-Projekt oder das Erasmus-Plus-Projekt sieht folgendermaßen aus, dass wir den ersten Monat einen Sprachkurs gemacht haben oder ein Kulturprogramm. Das heißt, wir hatten vormittags immer Sprachunterricht mit zwei Italienischlehrerinnen hier aus Volterra und die Nachmittage haben wir dann immer auch Exkursionen gemacht. Und nach dem ersten Monat sind wir dann in die Betriebe gegangen, die uns zugewiesen worden sind, je nach Gewerk. Und jetzt arbeiten wir hier mit den Einheimischen. Diese Tage sind wir hier im Museo Guarnacci, das ist das Etruskermuseum hier in Volterra, weil alles geschneit hat und Minusgrade hat und dann wird draußen nicht gearbeitet. Hier restaurieren wir zwei Ausstellungsräume. Da wird die alte Farbe entfernt und Risse im Putz oder im alten Putz geflickt und später werden dann die Fresken, die alten, restauriert. Wir sind 16 junge Handwerker. Wir wohnen auch alle zusammen im Naturfreundehaus. Ist auch interessant, man lernt auch tatsächlich vieles über das Zusammenleben in so einer Gruppe, über die organisatorischen Sachen. Also auf jeden Fall würde ich das Projekt anderen Leuten empfehlen, weil das ist eine Sache, die man, glaube ich, so nirgends erleben kann, würde ich sagen. Wenn man was mitnehmen möchte, dann kann man hier viel Neues entdecken und viel erfahren. Tolle Zeit auf jeden Fall.